Mahlzeit Leute, hier ist wieder euer Shinobi mit einem weiteren GTA 5 Video. Und zwar geht es heute um drei Glitches, die den meisten schon bekannt sein dürften, aber für die, die es noch nicht wissen, werde ich das jetzt zeigen. Und der erste Glitch, den wir hier haben, das ist ein Geldglitch, mit dem man ordentlich Moos machen kann. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn man den Patch noch nicht installiert hat oder man löscht eben den Patch wieder, macht dann ordentlich Moos und dann kann man sich den Patcher wieder draufziehen. Das ist ja alles kein Problem. Wir sind hier mit Franklin an der Stelle, die ich eben angezeigt habe auf der Karte. Und dort müssen wir abtauchen, genau an dieser Stelle. Und unter Wasser ist ein Schiffswrack, das befindet sich hier. Und auf dem Schiffswrack finden wir ein Gefächer voll Gold, Geld und Moos. $25.000 sind da drin. Und wenn wir den eingesammelt haben, dann wechseln wir einfach zu Michael oder Trevor, je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. Und wenn wir dann bei Michael sind, dann wechseln wir einfach wieder auf Franklin, dem alten Hautdegen. Und wenn wir dann gewechselt haben, sehen wir, der Koffer ist wieder da. Schwupps. Und da liegt auch der Koffer schon wieder. Den können wir also nochmal nehmen. Und das Ganze zeige ich nochmal, damit ihr seht, dass es immer wieder Geld regnet. Also, ihr gebt den Wasser mehrere Koffer. Und 25.000 ist, glaube ich, das höchste, was man an Koffer Geld einsammeln kann im Wasser. Wie ihr gesehen habt, habe ich den Koffer wieder eingesammelt. Wechsel wieder zu Trevor diesmal, glaube ich. Jawohl, der ist gerade auf dem Schacht. Und dann wechsle ich wieder zu Franklin. Der Koffer liegt wieder da. Man kann wieder einmal frei nehmen. Das heißt, wir haben innerhalb von keinen 2 Minuten $50.000 eingesammelt. Da liegt der Koffer. Das soll erstmal reichen als Beispiel, würde ich mal behaupten. Und das zweite Beispiel, was wir jetzt haben, ist auch das, die genau dieselbe Art, wenn wir jetzt zum Beispiel Gesundheit verloren haben. Wir rennen mit Michael mal hier vor das Buschen. Aber das hat das Buschen nicht umsonst getan. Dann nehmen wir natürlich die Pumpgun und schießen her. Das gehört jetzt natürlich nicht zum Glitch. Das mache ich einfach nur so aus Spaß und der Freude. Gut, wir sehen, ich habe Gesundheit verloren. Wir wechseln einfach auf einen anderen Charakter. Diesmal nehmen wir mal Franklin. Und Franklin, den scheue ich mir mal aus dem Bett. Reibt sich die Augen. Der ist noch müde, der Franklin. Aber der muss aufstehen, damit wir wieder wechseln können. Wechseln wieder ganz einfach zu Michael. Und ihr dürft. Wir haben wieder volle Gesundheit. Und jetzt kommt der dritte Glitch, den ich euch zeigen werde. Und ihr werdet nicht ahnen, was es damit auf sich hat. Ihr seht, das Auto ist jetzt total schaden. Der Zug, wir haben ziemlich Zug abbekommen. Das Auto ist hat seinen letzten Zug genommen. Aber wenn wir mal ein total geiles Auto haben oder ein Lieblingsauto und das ist total Schrott, ist es einfach, müssen wir es nicht zur Reparatur fahren oder so, sondern hier geht es ganz einfach. Und zwar machen wir die alte Methode wieder, wie ich es in den letzten zwei Glitches auch gezeigt habe. Wir wechseln einfach zu Trevor oder zu Franklin, je nachdem, mit wem wir gerade nicht spielen oder zu dem wir kann wechseln, ist ja vollkommen egal, zu wem wir wechseln. Wir müssen einfach zu irgendeinem anderen Charakter wechseln, wechseln dann wieder zurück zu demjenigen, der das Auto, gerade das kaputte Auto hat. In dem Fall ist es jetzt Michael. Wechsel wieder zurück zu Michael und ihr werdet kaum glauben, was dann passiert. Das Auto ist wieder funkelnagelneu. Und wir können dann wieder auf den Zug drauf fahren, wenn wir wollen. Das kann man so oft machen, wie wir lustig sind. Die zwei letzten Glitches, die ich gezeigt habe, also mit der Gesundheit und dem Auto, die funktionieren immer noch. Nur der erste, der funktioniert, den haben sie weggepatcht, aber man kann jetzt den Patch auch löschen. Und wenn man den gelöscht hat, kann man dann das Trick machen mit dem Geld. Wenn man dann genug Geld eingesammelt hat, kann man den Patch einfach wieder draufziehen. Wenn ihr nicht wisst, wie man den Patch löscht, informiert euch einfach bei YouTube oder
lasst einen Kommentar da, ich werde euch das dann erklären. Ganz einfache Sache ist das. So, das war's dann mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es Leute gibt, die das noch nicht wussten, freut mich natürlich. Macht's gut, euer Schinobel. Tschö.